hier in der ehemaligen Schongauer Klosterkirche St. Anna, die vielen bekannt ist als Heiliggeistkirche, findet sich auf der linken Seite des Hochaltares eine Darstellung des heiligen Zacharias. Er war der Vater von Johannes dem Täufer. Er hält eine Tafel in seiner rechten und linken Hand mit dem Verweis auf den Namen seines Sohnes. Johannes ist sein Name. Von diesem Sohn Johannes ist heute im Evangelium die Rede. Er war der Vorbote und der Wegbereiter des Messias. Wie ein Prophet ist der Täufer Johannes aufgetreten und sorgte sich darum, dass die Menschen seiner Zeit sich richtig und recht auf den gottgesandten Messias, auf Jesus vorbereiteten. Johannes ist in der Tat eine adventliche Gestalt. Johannes ist eine adventliche Gestalt, der auch uns sagen kann, wir sollen auf den Erlöser, auf Jesus schauen, auf ihn hören, seine Botschaft annehmen und auch danach handeln. Hören wir jetzt die Botschaft vom zweiten Adventssonntag. Es ist eine frohe Botschaft. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers aus der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straße. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.